So, moin Jungs, grüßt euch. Ich habe heute erstmal eine gute Nachricht für euch und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, heute wird das Video ohne Dave sein. Jawohl. Und die schlechte Nachricht ist, ich habe die Videodatei verkackt. Also, die war ursprünglich als AVI-Datei bei mir auf dem PC gespeichert und ich wollte die zu MP4 umwandeln, damit es besser für mich zu bearbeiten ist, weil AVI, das braucht schon ziemlich viel Rechenleistung und die habe ich einfach nicht. Und beim Umwandeln stürzte mein PC ab. Ich habe das anfangs so gar nicht so richtig schlimm empfunden, weil ich dachte, okay, ich starte einfach den PC neu, das passt dann schon. Aber das Programm hat zwei Häkchen, die man setzen kann. Einmal eine Kopie erstellen zu MP4 oder Originaldatei ersetzen. Und ich habe halt immer auf Originaldatei ersetzen gedrückt, weil ich brauche jetzt nicht von jedem Video, das ich da in AVI habe, da irgendwo noch eine Kopie. Also so viel Festplattenspeicher habe ich auch nicht. Und ja, und das Programm war einfach noch nicht fertig mit Umwandeln und hat mir jetzt die komplette Datei versaut. Also normalerweise macht es eine Kopie und sobald die Kopie fertig erstellt ist, löscht das Programm die Originaldatei, aber erst danach. Aber irgendwie durch den Absturz von meinem PC hat es die Originaldatei schon gelöscht. Die neue war noch nicht fertig. Und jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Also mehr lässt sich einfach nicht aus der Mission rausholen. Ich bin übelst angekotzt, weil es, ja, mit so einer Datei, da kann ich kein Video machen. Was soll ich jetzt erzählen, dass ich jetzt mit dem Fadenkreuz hier auf die Leute ziehe und eine Sekunde später hocke ich im Insurgent. Also, Entschuldigung, es war gerade für den Arsch, ey. Klingt zwar alles komisch, ist aber so. Eine Szene, die hat es mir trotzdem noch gespeichert, Gott sei Dank, genau diese Szene. Wenn ihr es richtig gesehen habt, wenn der Kuruma auf mir gelandet wäre, dann wäre ich vermutlich gestorben und die Mastermind wäre jetzt genau an diesem Moment wieder vorbei gewesen. Aber ja, Glück gehabt, lief nur alles gut. Wie ihr vorne sehen könnt, der Technical, nee, ist gar nicht der Technical, das ist ein Search and Pickup, fährt der Dave wieder. Weil er fährt komplett in die andere Richtung, er hat gar keinen Plan wohin. Björn und ich, wir fahren im anderen Insurgent und bringen mal das Zielfahrzeug zurück. Ja, und der Dave da planlos durch die Gegend fährt, ich habe keine Ahnung. Ja, das Video ist ja schon jetzt schon zu Ende, es geht ja noch nicht mal 3 Minuten, wunderbar. Das Ding ist im Kasten, lasst einen Daumen da, abonniert mich. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, ich hoffe Dave ist das nächste Mal auch dabei. Wenn nicht, ja mein Gott, dann machen wir halt ohne Dave. So. Jungs, haut rein, viel Spaß, schönes Wochenende, macht's gut, ciao.